Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder ein kleines Opening-Video. Wir wollen nämlich mal was Neues machen. Ich habe mir nämlich ein paar Kisten aus Madraxxus zusammengesammelt. Das sind die Berufungskisten. Und aus diesen Berufungskisten kann nämlich ein Ei spawnen. Und aus dem Ei wiederum kann dann dementsprechend ein Mount spawnen bzw. droppen. Und das sind insgesamt 3 Netherrochen und ich hoffe, dass ich mal einen bekomme. Ich habe mittlerweile schon ein paar Tries auf diese Eier und dachte mir, ich kriege die relativ zügig, aber nein, das sieht leider im Moment schlecht aus. Wir haben, glaube ich, mittlerweile, ich kann es euch mal zeigen, im Rarity, auf dem Main-Account habe ich 107 Tries und aus dem Twink-Account habe ich 69, heißt, wir haben zusammen über 170 Tries auf das Ganze, also doch schon einen ganzen Haufen. Bis jetzt ist nichts rausgedroppt, aber ich hoffe, dass wir jetzt, wenn wir 20 Kisten aufmachen, dass ich zumindest mal ein Ei rausziehe. Ich hoffe es mal. Ich habe ein bisschen mehr als 20 Kisten gefarmt, also sollten wir jetzt extrem Luck haben, was wahrscheinlich nicht passieren wird, und ich schon mehrere Eier da rausziehe, dann machen wir sie alle auf, aber wir steuern jetzt mal 20 an und hoffen, dass wir zumindest ein Ei rauskriegen. Die Kisten kriegt man übrigens über die Berufungsquests, also immer wenn in Madraxxus irgendwas los ist, heißt mal 3 Madraxxus-Quests machen, Worldquests machen muss oder in Madraxxus allgemein irgendwelche Kisten oder Rares killen muss, dann gibt es immer so eine Kiste. Und wenn man einen Necrolodger hat, dann kriegt man die Kisten auch, wenn man im Schlund unterwegs ist oder in Torghast. Wenn man da eine Berufungsquest hat, dann gibt es dort auch die Kisten. Deswegen habe ich auf meinen Necrolodgers tatsächlich ein bisschen mehr. Auf Main bin ich jetzt gerade wieder ein bisschen am Rumswappen, bin jetzt gerade bei den Vent hier dementsprechend mit dem jetzt nur eine Kiste. Gut, ich würde sagen, genug geredet zu den Kisten. Ich würde sagen, wir schauen rein, ob wir ein bisschen Glück haben. Und dazu öffnen wir mal die erste Kiste. Nummer 1 war eine Nullnummer. Oh boy, also Nummer 1 habe ich jetzt einfach ein paar graue Items rausgekriegt, das war hier mal überhaupt nichts. Jetzt loggen wir hier mal aus und swappen mal hier weiter zum Twink-Account, machen wir die Kiste Nummer 2 auf und graue Items, ich hasse es, ich hasse es. Dann sind wir rumgeswitcht auf den nächsten Twink, hier haben wir auch wieder eine Kiste, das ist dann Nummer 3. Und auch hier haben wir nur graue Items drin. Komm, die hauen wir jetzt hier gleich weg, weil der Char eh schon einen Haufen Zeug im Inventar hat. Also 3 Kisten, 3-mal nix. Dann hier der nächste Twink. Hier müssten wir auch eine Kiste haben. Und Kiste Nummer 4. 3 graue Items, ne? Ja gut. Ja gut. Gut, dann können wir hier auch wieder ausloggen. Dann sind wir auf die nächsten Twinks geswitcht. Hier müsste ich ein paar mehr Kisten haben, genau. 4 Stück hatten wir aufgemacht. Hier haben wir nochmal 3, sowohl 2 quasi blaue und eine epische. Da kann aber auch quasi der Rochen rauskommen, jetzt würde ich sagen. Machen wir hier Nummer 5 auf. Haben nichts drin. Nummer 6. Kriegen den Conduit-Teil raus. Nummer 7. Ein Conduit und eine Hose. Nicht mehr mit diesem Dreckstwing kann ich halt das blaue Teil gebrauchen, ne? 151. Selbst das ist halt quasi vergebens. Jetzt haben wir 7 aufgemacht, ne? 4 plus 3 ist 7. Ne. 4, 5, 6. 7, ja. Jetzt halt kurz hier, ich sag's euch, so heiß, ne? Kurz verwirrt. Gut, jetzt schauen wir hier drüben nochmal. Da müssten wir auch ein bisschen was haben. Haben wir hier eine Kiste? Ich meine schon. Ah, dann haben wir hier Nummer 8. Ich kriege auch wieder einen Conduit. Den setze ich dann auch gleich mal ein, weil ich bin immer so ein Held. Ich vergesse es, diese Conduit-Teile einzusetzen. Und komischerweise kriegst du immer die gleichen, ne? Also wenn du so Kisten aufmachst, so Berufungskisten, und du das nicht einsetzt, kriegst du immer nochmal das Gleiche raus. Warum auch immer, wahrscheinlich haben die eine feste Reihenfolge oder sowas. Oder ich habe halt einfach immer Pech. Das kann natürlich auch sein. Deswegen versuche ich die jetzt immer gleich einzusetzen, wenn ich denn da mal eins rauskriege. Gut, dann schauen wir auf die nächsten Twinks weiter. Dann sind wir weiter geswitcht auf den nächsten Twink. Der ist auch wieder bei der Necrolord. Dementsprechend habe ich mit dem ein paar mehr Kisten. Wir hatten 8 aufgemacht. Hier haben wir nochmal 3. Dann fangen wir mal an. Nummer 1. Hat eine Waffe und ein Conduit drin, auch wieder 151, das wird mir auch nichts bringen. Tatsächlich, habe ich auf Heilung stehen? Ne, ich habe auf Wächter stehen, ich krieg trotzdem eine Heilerwaffe raus. Okay, Nummer 9 war das.
Nummer 10 sind auch wieder nur graue Items und Nummer 12 sind quasi auch wieder graue Items und ein Konduit. Aber ich habe zwei verschiedene rausbekommen, ne? Also hier nicht das gleiche tatsächlich. Vielleicht haben die da auch was geändert. Lernen wir die gleich mal? Gut, dann haben wir jetzt schon mal die Hälfte der Kisten aufgemacht und bis jetzt... Oh, warte mal, hier haben wir noch eins. Und haben bis jetzt noch nichts rausgekriegt. Ungünstig. Dann können wir mit dem schon mal wieder ausloggen und switchen hier auf den nächsten. Der müsste auch wieder drei Kisten haben, oder? Hat er nur eine Kiste? Jetzt muss ich mal gucken, wie heißen denn die? Irgendwie Tribut... Ah doch, schau, ich wollte gerade sagen, mit Necrolords habe ich doch ein paar mehr Kisten immer. Dann haben wir Kiste Nummer 13. Ja gut, da haben wir jetzt auch wieder ein Conduit rausbekommen und einen Gürtel. Aber hier ist der Gürtel sogar höher. Den können wir dann tatsächlich auch anlegen. Dann Kiste Nummer 14, noch ein Conduit. Und Kiste Nummer 15, nochmal graue Items. Oh boy, also so langsam glaube ich jetzt eher nicht mehr dran, ne? 15 Kisten, 5 bleiben noch und wir haben immer noch nichts gekriegt. Ja gut. Dann sind wir auf nächsten Char rüber geswitcht. Hier haben wir insgesamt 4 Kisten sogar. Ah ja, anscheinend habe ich da mal noch... Ah ne, das hier ist eine falsche, das ist eine Tribut des Hofs, ne? Da kann nichts drin sein. Okay, dann haben wir Kiste Nummer 16. Umhang und Konduit. Komm, den Umhang können wir sogar anziehen, der ist besser. Ich habe hier, wo habe ich denn den 207? Ah, okay, der Umhang ist doch nicht besser, weil ich einen 207er beim World Boss gekriegt habe. So viel dazu. So, mein Inventar ist ziemlich voll. Jetzt tun wir gleich schon mal die Sachen hier noch einzahlen. Ich habe hier, ich bin ehrlich, auf den Zwings räume ich das Inventar immer nie auf, ne? So sieht es halt auch dementsprechend auf. Da liegt halt nur alles Mögliche drin. Gut, dass wir zumindest genug Platz haben, weil jetzt wird gleich mein Mount reindroppen. Dann Nummer 17. Nur graue Items. Ich glaube, ich muss jetzt doch mal kurz was verkaufen. Mal schauen, ob ich irgendwo einen Händler finde. Der hier. Nicht, dass mein Mount dann im Postkasten oder so landet. Wir haben schon was vom Postmeister drin. So. Also 16, 17 haben wir aufgemacht. Dann Nummer 18. Okay, hier waren auch wieder nur graue Items drin. Jetzt gucken wir mal kurz, was der Postmeister sagt. Weil ich glaube, eben war mein Inventar beim ersten voll. Nicht, dass da... Nee, es sind nur graue 8 Items drin, okay. Leierstoff haben wir gekriegt, sehr, sehr wichtig. Gut, dann sind es jetzt noch 2 Kisten, die fehlen. Dann sind wir tatsächlich wieder komplett durch. Jetzt haben wir die Conduit-Teile noch rein und dann können wir nochmal swappen. Schauen wir mal, ich habe gleich den zweiten Account hier nochmal umgelockt. Hier haben wir auch noch eine, das ist dann Nummer 19. Natürlich ist da leider auch wieder nur ein Conduit-Teil drin. So, eine Chance haben wir noch. So, auf den letzten Twink sind wir rüber geswappt. Und jetzt, ja, haben wir noch eine einzige Kiste. Oh, schau mal, ich habe noch eine Nightfield-Kiste auch. Da kriegen wir auch noch ein Conduit-Teil raus und einen Umhang tatsächlich. Ah ja, den Umhang können wir anlegen, wenn ich nicht... Nee, halt, warte mal, war das kein Umhang? Ah, das ist eine Halskette. Ups, sah aus wie ein Umhang. So, hier haben wir die Kiste. Nummer 20, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ich habe auch noch ein Conduit-Teil rausgekriegt. Oh boy, also wir haben jetzt 20 Kisten aufgemacht, 20 mal nix. Und Endstand sind wir jetzt bei wie viel Kisten? Wir haben auf dem Main-Account jetzt 119 Kisten aufgemacht. Und dann schauen wir gleich mal rüber auf den Zweit-Account, auf wie viel wir da... Achso, da bin ich jetzt nicht umgeloggt. Da loggen wir ein. Was waren wir vorher? Wir waren bei 176, glaube ich. Und dann müssten wir jetzt bei 196 Kisten sein. Heißt, eine ganze Menge. Und leider immer noch kein Mount. Kurz vor 200. Ich hoffe, dass ich dann beim nächsten Opening, ich werde nämlich jetzt wieder 20 Kisten sammeln, da werden wir dann über die 200 drüber hinauskommen. Und ich hoffe, dass dann da ein Mount dabei ist. Gut, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Rochen-Mount schon bekommen habt oder wie es da bei euch aussieht. Beziehungsweise, ob ihr... Ein anderes würde mich auch noch interessieren, hier der Runenhirsch, der fehlt mir noch aus dem Samen, aus dem Konservatorium der Königin. Falls ihr den habt, schreibt mir es gerne auch rein, wie viel Tries ihr gebraucht habt. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tila, bis dann, ciao.